Die heimstarken Grasshoppers sind nicht zu unterschätzen. GC könnte im Meisterrennen zum Stolperstein werden. Gut also für IB, dass Abwehrchef Emiliano Duda heute mittun konnte, genauso wie Seydou Doumbia. Die Abwehr um Duda wurde schon in der Startphase getestet. Zarate beschäftigte am rechten Flügel die Gäste Defensive. Zarate für Toko. Ein guter Auftakt für das Heimteam mit dieser ansprechenden Möglichkeit in der zweiten Minute. Toko hatte sich von Affolter abgesetzt. Das Tempo in diesem Spitzenkampf blieb zu Beginn bescheiden. Torraumszenen wurden kaum herausgespielt. Dieser Freistoß von Raimondi war lange das Beste, was die Young Boys offensiv zu bieten hatten. Seydou Doumbia hatte einen schweren Stand. Doumbia hier, fair gestoppt von Rolf Felscher. Der Topscorer wurde in der ersten Halbzeit völlig abgemeldet. Wladimir Petkovic schien noch nicht sonderlich nervös. Allerdings dürfte ihm auch die nächste Szene nicht wirklich gefallen haben. Sein Team wirkte nach wie vor schläfrig. Die Zürcher mit Zarate und dem Versuch aus dem Hinterhalt. Das Heimteam machte den gefährlicheren Eindruck. Die Berner kamen überhaupt nicht in Fahrt. Mario Raimondi war der einzige, der GC-Goalie Jan Sommer dann und wann wenigstens ein klein wenig kitzelte. Insgesamt war der Auftritt aber enttäuschend. IB lief dem Spiel hinterher. Vor allem liefen die Gäste Gonzalo Zarate hinterher. Zarate konnte schalten und walten, wie er wollte. Gabanas. Die Grasshoppers tasteten sich immer näher an den Führungstreffer heran. Gabanas gleich wieder im Fokus. Sein Freistoß auf den Kopf von Maiori gezirkelt. Also spätestens jetzt konnte sich der Leader nicht mehr über das 0:0 beklagen. Blau-Weiß, agiler, wiffer und mit deutlich mehr Tordrang. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal das Heimteam. Ben Khalifa. Für Toko, der 19-Jährige, verstolperte die goldene Möglichkeit zum 1:0. Die Zürcher Effizienz mangelhaft. Das Pausenbild aber sagt alles. Es war in der ersten Halbzeit kein großer Fußballabend gewesen. IB war recht glücklich an einem größeren Schaden vorbeigeschrammt. Rein in die zweiten 45 Minuten, vorerst mit dem gleichen Bild. Duda mit einem leichtsinnigen Berner Ballverlust. Dann Zarate. Toko, Zarate, Zarate mit dem verdienten Führungstreffer für die Grasshoppers. Und wir klären die Offside-Frage, der Treffer absolut korrekt. Marc Schneider hatte sich zu spät nach vorne verschoben. Der Rest war dann für Zarate nicht mehr als eine Formsache. 1:0 nach 54 Minuten, der 12. Saisontreffer für Zarate. Die Reaktion der Young Boys kam vorerst nicht. Im Gegenteil, GC mit Salatic. Und dem 2:0 in der 61. Minute. Die Berner Verteidigung blieb unter der Führung von Abwehrchef Duda ein Hühnerhaufen. Der 2-Tore-Vorsprung für das Heimteam ging absolut in Ordnung. Jetzt zog beim Leader die große Ernüchterung ein. So stand das nun wirklich nicht im Drehbuch. Es musste etwas kommen. Die Berner mit... Naja, mit gar nichts. Die Berner zogen einen pechschwarzen Abend ein. Die Grasshoppers dominierten auch in der Folge. Ben Khalifa. Schneider mit einem beinahe Eigentor und dann Zarate ins Außennetz. Nach 70 Minuten hätte GC gegen den Tabellenführer 3 oder 4:0 in Front liegen können. Man hätte gegen ein deutlicheres Resultat absolut nichts einwenden können. Was war nur mit IB los? Wo war die Spielfreude? Wo das Aufbäumen gegen den drohenden Punktverlust? Bienvenue! Sommer reagierte großartig. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch. Hoser faulte Degen. Die Young Boys kamen noch zu einer Penaltychance. Lustinelli gegen Sommer. Der Anschlusstreffer, das war es dann aber auch. Der Schiedsrichter pfiff die Partie sogleich ab. Dass die Grasshoppers zum Stolperstein werden könnten, hatte man geahnt. IB enttäuschte auf der ganzen Linie. Die Art und Weise der Niederlage muss dem Leader zu denken geben.
Warte, jetzt eine positive Einstellung von allen. Wir sind immer noch Leader, wir sind immer noch mit vielen Punkten, mit Vorsprung und wir müssen weiter nach vorne schauen, positiv schauen und versuchen schon in Sion zu punkten. Jetzt, heute sind es noch 6 Punkte Vorsprung, morgen könnten es nur noch 3 sein. Beginnt jetzt das Rechnen? Ja, konnte auch 6 bleiben. Das schauen wir nach morgen Spiel. Das wechselt nicht. Wir haben immer noch unsere Meisterschaft in unseren Händen und wir versuchen, das zu verteidigen. In den 90 Minuten bis zum Penalty haben ihr euch kaum Chancen erspielt. Woran ist das gelegen? Ja, sie sind immer einen Schritt voraus gewesen, denke ich. Sie haben das Spiel absolut im Griff gehabt. Und ja, es hätte höher können sein bis zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, das Resultat ist schlussendlich noch das Beste an diesem Spiel. Hat es etwas mit den Nerven zu tun? Nein, denke ich nicht. Wir haben hier gegen eine gute Mannschaft gespielt, das haben wir gewusst. Es ist sehr heimstark. Es ist nicht so, dass wir einfach durch die Liga spazieren können und einfach sagen, ja, da holen wir mal einen Punkt, da holen wir mal einen Punkt. Das hat noch nichts mit den Nerven zu tun. Das ist einfach ganz normal. Das ist die Meisterschaft. Und wir haben, eben, wie gesagt, gegen ein gutes GC gespielt. Und das ist das Resultat heute. Ist das Spiel näher an dem gewesen, was ihr euch vorgenommen habt? Ihr habt IB immer im Griff gehabt, Leider. Ja, wir haben halt gerne Mannschaften, die mitspielen. Das hat man gesehen, die Gegner, die wir vorher hatten. Haben wir uns ein bisschen schwer da mit Chancen rausspielen. Aber wenn der Gegner mitspielt, dann können wir darin nützen und das kommt uns sicher entgegen. Was müssen Sie jetzt machen, um die Mannschaft wieder zurück auf die Siegerstraße zu bringen? Gar nichts, wir sind immer noch auf der Siegerstraße.